Die Polizei hat um 10.50 Uhr die ersten Notrufe empfangen. Eine männliche Person hat ein Messer auf zwei Menschen eingestochen. Das waren die ersten dürren Fakten. Die Polizei war sehr, sehr schnell vor Ort. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Wir haben dann am Bahnsteig Jungfernstieg ein kleines, schwer verletztes Kind vorgefunden und eine Frau. Die Feuerwehr hat sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Fürs Kind konnte vor Ort tatsächlich nichts mehr getan werden. Aufgrund der Schwere der Verletzung ist das Kind vor Ort verstorben. Nach Zeugenaussagen hätte sich dann der Täter vom Tatort entfernt. Die Polizei konnte sehr, sehr schnell eine Spur aufnehmen und wir haben diesen Täter festnehmen können. Nach ersten Erkenntnissen gehen wir von einer Beziehungstat aus. Wir wissen mittlerweile die Identität des Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 33-jährigen jungen Mann, der aus Niger stammt. Er selbst hat, nachdem er vom Tatort geflüchtet war, den Notruf 110 gewählt, hat seinen Standort bekannt gegeben, sodass die Polizei ihn dann auch sehr schnell festnehmen konnte. Das Kind war ja so schwer verletzt worden, dass es ja hier am Tatort noch verstarb. Die Reanimation der Mutter war zunächst am Tatort erfolgreich. Wir wussten allerdings schon, dass die Frau sehr schwer verletzt worden war durch diese Messerattacke. Und ich habe eben gerade erfahren, dass sie im Krankenhaus verstorben ist.